Ja, Leute, es wird Zeit für ein neues Projekt. Und seid gespannt, welches euch erwarten wird. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Croc 2. Ich hatte es angekündigt. Endlich habe ich die Zeit gefunden. Und ja, ihr seht, ich habe es zum Laufen gebracht. Ich hatte euch ja, glaube ich, erzählt, dass ich da ein bisschen Probleme mit hatte. Genauso wie auch mit Tombi 2. Aber das wird demnächst auch kommen, keine Sorge. Und ihr habt gesehen, Dante wurde durch ein Ritual wieder ins Leben gerufen. Und was bleibt uns anderes übrig, außer die Gobos wieder zu retten? Ja, gut. Ich würde das Ganze jetzt mal auf Deutsch einstellen. Moment. So, ich hoffe, das wird alles einwandfrei funktionieren. Ich denke mir mal schon. Dann wollen wir mal starten. Gut, dann werde ich mal. Moment. Da war doch schon das H, oder? Ja, das H. Ja, jetzt noch das J. So. Möchtest du. Ja, wir wollen speichern, genau. Gut. Der König am Strand. Und Croc ist da am Spiel. Oh, Flaschenpost. Tja, das ist wohl ein Hilferuf. Ach so, wollen die den als Katapult? Ja, die wollen, die bauen einen Katapult. Ja, sorry für das Flackern, das kommt hier immer. Weil es wird gespeichert und der Emulator verkraftet das, glaube ich, nicht ganz. Wer bist du? Er sieht nicht aus wie ein Dantini. Ich bin Croc, ein Freund der Gobos. Ah, das erklärt natürlich einiges.
Gobo denkt, nun, Croc könnte das hier vielleicht nützlich finden. Das ist eine Rabattkarte vom Laden von Tiefpreispete. Wenn Croc Kristalle findet, werden sie auf der Karte hinzugefügt. Dann kann Croc sie in Tiefpreispetes Laden benutzen. Ja, dankeschön. Und ja, ihr habt gesehen, endlich kommen auch mal Clips. Im ersten Teil habe ich es irgendwie verbockt, indem ich eine ROM hatte, die nicht diese Clips abspielen konnte oder so ähnlich. Tut mir leider leid, aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Im zweiten Teil sind sie, glaube ich, schon was interessanter, die Clips, da das Spiel jetzt auch so ein bisschen mehr Rollenspielelemente auch besitzt. Und die Steuerung möchte ich... Ja, okay, Moment. Gobo muss ganz viele Kästen zählen. In den meisten Kästen ist Limonade, weiß aber nicht mehr, was in diesen Kästen, ach, Kasten ist. Ja, dann gucken wir mal ganz schnell. Wie ihr sehen könnt, haben wir eigentlich noch die Eigenschaften von damals, also aus dem ersten Teil. Wir können stampfen und so weiter. Croc hat Zauberweitgucker gefunden. Damit kann Croc in der Gegend herumgucken. Habe ich das jetzt richtig gelesen gehabt? Ja, ich denke schon. Ja, das Ganze ändern wir auf L2. Und dann auf Dreieck aktivieren wir das Ganze. Und können dann quasi gucken. So wie ich es gerne im ersten Teil gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob ihr das noch mitbekommen habt. In irgendeinem Part hatte ich das, glaube ich, mal versucht. So, ja, ich wollte euch was zur Steuerung erklären. Die Entwickler haben sich gedacht, ja gut, man kann natürlich das Steuerkreuz weiterhin verwenden. Aber diesmal, wenn wir in eine gewisse Richtung gedrückt halten, sagen wir mal rechts, links, oben oder unten, nach einer Zeit, er dreht sich nicht nur, sondern er läuft auch in diese Richtung, ja genau, hingegen. Aber das Ganze nervt auch natürlich, wenn man den ersten Teil gewöhnt ist. Deswegen hoffe ich, dass uns nicht zu viele Fails passieren werden. Naja, genug gequasselt, wir wollen mal ins erste Level. Hilfe, Hilfe! Was ist los? Gobos laufen durch Dschungel. Dantini kommt, entführt Freund und sperrt ihn in Käfig ein. Gobo hat Angst. Freund braucht Hilfe. Croc wird ihm helfen. Ja, dann tun wir das Ganze direkt mal. Ich bin selber gespannt. Ich habe das Spiel noch nie durchgespielt. Ich habe es auch noch nie wirklich angefangen. Such den Schlüssel, rette den Gobo. Ja, anders als im ersten Teil haben wir hier drei Herzen, wie ihr gesehen habt. Wir können natürlich auch wieder diese Edelsteine sammeln. Oder Kristalle, wie dem auch sei. Und ja, das Ganze ist eigentlich ganz cool. Da wir auch gewisse Gegenstände haben können. Dazu werde ich später auch noch kommen, keine Sorge. Es gibt auch... Ich finde auch, die Grafik ist hier viel besser als im ersten Teil. Hilfe! Dantinis schließen Käfig zu und verstecken Schlüssel in Höhle. Okay, Croc hilft dem Gobo. Ja, es ist jetzt nicht wirklich einfallsreich, was sie da so gerade erzählen oder sagen. Aber naja, immerhin. Ja, sonst gibt es eigentlich bisher nicht neue Moves oder sonst was. Das hat was mit Gegenständen zu tun, also Items, die wir verwenden können und mit uns tragen. Und wie ihr sehen könnt, gibt es jeweils 100 Rubine, glaube ich, pro Level. Aber ich finde, das Ganze hat schon ein paar Besserungen als im ersten Teil. Nur die Steuerung, damit kann ich mich noch nicht ganz so anfreunden, aber... Naja, könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet, ob das besser ist, ob das schlechter ist. Ja, wie ihr sehen könnt, können wir auch wieder schieben und so weiter. Dann können wir hier an Bäumen hoch. Ja, es gibt auch wieder diese bunten, farbigen Edelsteine. Der sollte rot darstellen. Ich glaube, das sah so ein bisschen grau aus, kann das sein? Ja, ich überlege gerade, wie lange soll ich die Parts machen? Ich denke mir mal, 18 bis 20 Minuten wie den ersten Teil müsste eigentlich hinhauen. Wäre auch eigentlich ziemlich in Ordnung. Ja, genau. Oh Mann. Nein, hier ist das Level noch nicht zu Ende, wie ihr sehen könnt. Das ist ein Checkpoint. Das heißt, wenn wir verkacken, fangen wir da nochmal an. Und ich glaube, die Edelsteine, die wir gesammelt haben, die haben wir dann wieder. Weil das war auch so eine Sache, die mich gestört hat, als ich das quasi so einen Testrun gemacht habe. Da habe ich quasi vom Anfang an angefangen, um mal zu gucken, aha, so geht das Ganze.
wofür sind jetzt die und die Items, damit wir uns da nicht großartig lange dran aufhalten. Weil einiges hatte noch nicht so den Sinn ergeben und naja, ihr werdet sehen. Hier, das finde ich auch sehr cool, dass es solche Gegner jetzt gibt. Die sind natürlich sehr nervig und die gucken auch schon so lustig. Wie gesagt, ich mag den Style von Croc, weil einfach so die Augen herausquillen. Das erinnert mich, wie gesagt, so an Rare. Ja, hier ist ein weiteres Herz, wie ihr sehen könnt, aber das bringt uns jetzt gerade nicht wirklich was, da wir voll haben. Aber man kriegt auch Plusherzen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man die bekommt, aber man bekommt sie. Wow, das war knapp. Ich glaube, die Edelsteine verliert man auch nicht, wenn man getroffen wird. Dafür verliert man nur die Herzen. Ja, gut. Hier waren wir schon. Dann gehen wir mal jetzt hier entlang. Ich denke mir mal auch, dass es Bossgegner geben wird. Darauf freue ich mich auch schon. Ich hoffe, die sind kreativ umgesetzt worden. Wow. Das war knapp. Wir müssen natürlich auch das Seil packen. Das haben die hier auch so ein bisschen verändert. Ich glaube, Croc hält sich da auch schon ein bisschen besser dran fest als im ersten Teil. Was mich ein bisschen gestört hat. Also im ersten Teil gab es ja, glaube ich, nicht diese Seile, sondern eher diese Luftballons. Die gibt es im Übrigen, glaube ich, hier auch. Aber das Ganze funktioniert auch ein bisschen besser und der hält sich doch besser fest. Also schon mal Props an die Entwickler, dass sie das gebessert, also verbessert haben. Ich denke mir mal, das haben sie auch eingesehen. Ja, schöne Stachel. Mich wundert es, dass wir noch nicht getroffen worden sind. Normalerweise wurde ich immer getroffen. Aber scheinbar haben wir es ganz gut bisher hier hinbekommen. Ich denke mir mal, auch ein Let's Player muss mal ein bisschen Glück haben beim Aufnehmen. Oder das ist einfach der Skill, keine Ahnung, weil ich mich so sehr darauf freue. Oh, wir haben schon 63, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt wollte ich aber trotzdem mal da gucken. Ich glaube, vielleicht haben wir da was vergessen. Es kann natürlich immer mal wieder sein. Oh Mann, Kamera. Kann ich die Kamera nicht irgendwie... Nee, scheinbar nicht. Was ist auf Kreis? Nee, können wir nicht. Ja, kommt. Nee, kann ich das jetzt hier nicht verwenden? Wie assi ist das denn? Ja, komm, dreh dich. Ich will da jetzt nicht reinlaufen. Nee, sieht so aus, als ob da nichts ist. Ja, ihr seht, die Kamera ist trotzdem noch ein bisschen schlecht. Aber was will man erwarten? Bei den meisten Jump'n'Runs kann man die Kamera meist nicht so einstellen, dass sie perfekt ist. Aber das Ganze sollte jetzt nicht das Gameplay stören. Oh, ein Nilpferd. Ja. Wollen wir mal auf der drauf springen? Oh. Das kann man nämlich auch verhauen. Aber zum Glück ist mir das jetzt gerade nicht passiert. Ja, da unten gibt es nichts. Im Übrigen, dafür, dass es die erste Welt ist, so Einsteigerweltmäßig, denke ich mir einfach mal, ist das so gemacht worden. Finde ich sie eigentlich ganz in Ordnung. Später kommen natürlich noch so Passagen, so wie ich das, glaube ich, noch in Erinnerung habe, dass man quasi in so einer Art Waggon unterwegs ist. Finde ich auch ganz cool. Ja, ihr seht, da sind auch schon unsere Freunde, die uns abschießen können. Die bösen Dantinis, so hießen sie, glaube ich. Und wir haben einen Schlüssel erhalten, um den Gobo zu befreien. Das müssen wir im Übrigen machen. Ah ja, hier das. Es gibt Wackelpudding. Ihr wisst es vielleicht noch aus dem ersten Teil. Und ja, es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Das hier ist, glaube ich, orange. Denke ich mir einfach mal, zur Farbe zu urteilen. Wir können nämlich im Shop diese Items kaufen. Also diese Wackelpudding. Und ja, nur so kommen wir da hoch. Das heißt, wir können jetzt noch nicht 100% des Levels abschließen. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich gerne alles in einem Versuch, oder was heißt in einem Versuch, wenn ich schon in dem Level bin, dass ich direkt alles holen würde. Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich möchte versuchen, den zweiten Teil auch 100% durchzuspielen. Ich denke mir mal, das werden wir auch irgendwie hinbekommen. Gut, wir haben den Schlüssel. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier raus. Ich glaube, wir haben nämlich sonst auch alles. Ja, wir wurden auch nicht getroffen, was mich wundert. Gut, dann kommen wir zum Gobo und befreien dich.
Danke, nimm die Tür, durch die Croc kam, um ins Dorf zurückzukommen. Yes, gut. Dann haben wir auch schon unseren ersten Freund gerettet. Dann gucken wir mal, was draußen noch so abgeht. Und dann würde ich sagen, ist der erste Part auch schon gegessen. Matrosendorf. Ja, also. Müssen wir dich jetzt anquatschen? Gibst du uns irgendwas? Danke, Croc. Kein Problem. Okay. Oh, wir haben Geld, glaube ich, bekommen. Oder Guthaben auf der Rabattkarte, wie ich sehe. 90. Ich frage mich, wo der Shop ist, weil daran erinnere ich mich nicht mehr so sehr. Aber egal, wir quatschen mal ein bisschen mit den Dorfbewohnern. Oh nein! Gobo verängstigt Fische, wenn er mit Croc spricht. Oh, toll. Was ist das denn? Können wir das lesen? Ah, okay. Mal reingehen. Laden von Tiefpreis, bitte. Ah, okay, hier können wir Sachen kaufen. Oh Mann, die Stimme. Ich bin Tiefpreis, bitte. Ich kenne die Geheimnisse dieser Gegend. Und ich habe jede Menge Qualitätswaren für alle, die über die entsprechenden Kristalle verfügen. Gegenstand kaufen, Laden verlassen, okay. Ja, das nehme ich. Wie, was haben wir denn jetzt gekauft? Ach so, im Hintergrund. Nein, haben wir jetzt noch Cash? Chili-Hüpfer mit Orangengeschmack ist für leichte Sprünge für nur 40 Kristalle. Pass auf, dass du den richtigen Gelee-Hüpfer für deine Aufgabe kaufst. Nein! Wir haben jetzt kein Cash mehr. Oh, wir können hier auch, glaube ich, Herzerweiterungen kaufen. Boah, 250. Und was ist das? Dies, mein Freund, ist unser Spitzenaufziehgobo. Kostet nur 50 Kristalle. Ich würde sagen, wir verlassen den Laden. Oh, sorry. So ein Mist aber auch. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das so. Ich werde nochmal in die erste Welt gehen und mir ein paar Kristalle holen. Es wird ja ganz schnell gehen. Und dann hole ich mir den einen Hüpfer. Weil das regt mich gerade auf, dass ich den falschen gekauft habe. Ja, das ist der grüne. Den wollte ich eigentlich nicht. Da würde ich sagen, ja, bis gleich. So Leute, ich habe mir jetzt ein bisschen Cash klar gemacht. Das reicht auch. Ich hoffe, wir werden es jetzt nicht wieder verbocken. Ja, ja, ist okay. So, haben wir direkt gekauft, direkt wieder raus. Gut. So, am besten ist dann, oder am besten wäre jetzt, wenn ich jetzt in der Welt nochmal kurz alle sammle und dann an der einen Stelle, wo man den Gelee brauchte, dass man den einfach verwendet, weil ihr habt ja die anderen Wege schon alle gesehen. Und das ist ja eigentlich ein bisschen schwachsinnig und ich möchte ja auch nicht, dass die Parts zu lange werden. Und deswegen würde ich sagen, nochmal bis gleich. Endlich, da sind wir auch schon wieder. Und jetzt werde ich den Wackelpudding mal verwenden. Ich hoffe, ich werde das Ganze jetzt auch nicht fail. Ich denke mir mal, auf Dreieck werden wir das Ganze... Oh, wir müssen da drauf stehen. Ah, tatsächlich. Oh, ich wollte schon sagen. Jetzt nicht, dass er dann direkt weg ist. Ja, wir haben alle gesammelt. Oh, was ist das denn? Ah, Bonusräume. Diesmal kommt dann halt so ein goldener Vogel von damals, glaube ich. Oder die Eule, was es auch war. Und der bringt uns direkt hier hin. Wie geil ist das denn? Na toll, jetzt habe ich das eine Herz nicht aufgehoben, was da war. Ich habe, glaube ich, nämlich eben Energie verloren. Was ist das denn, bitteschön? Ist das ein Schatz? Tatsache, wir haben einen Schatz. Und was bringt der uns? Das ist eine gute Frage, ne? Ja, aber sonst haben wir, glaube ich, alles... gesammelt? Ne, 10 Stück fehlen uns. Aber wo? Hä? Hab ich jetzt irgendwo verbockt? Komisch. Das ist
ist eine sehr gute Frage. Oder bekommen wir 10 Stück von dem? Ich verstehe nicht warum, aber man kann ihn immer wieder retten. Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wo mein Fehler war oder was wir vergessen haben oder vergessen haben könnten. Und zwar an der einen Stelle. Ich kann es ja mal ausprobieren. Wenn ich damit recht habe, werde ich das Ganze jetzt gleich noch hier kurz reinmachen. Ja, ich würde dann sagen, bis gleich. Mir ist das aufgefallen, ich bin aus dem Level rausgekommen und jetzt ist da auf einmal so ein goldenes Ding. Ich denke mir mal, das bedeutet, wir haben das hier abgeschlossen. Ja, und was anderes wird er halt nichts sagen. Ja, ich würde dann sagen, bis gleich nochmal. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir gedacht, diese Plattform könnte ja bedeuten, weil das so Zahnräder hat, dass wir vielleicht diesen kleinen Typen hier benutzen müssen. Und, wir haben sogar recht. Das heißt, hier bekommen wir die restlichen 10 Stück und ich habe es gerade verborgt. Och nö, ne? Heißt das, wir müssen ihn jetzt wieder kaufen? Scheinbar. Toll. Nein, das wollte ich doch nicht. Oh Mann. Aber nett, nett gemacht. Also muss ich sagen. Aber wer rechnet schon damit? Ich mache das Ganze jetzt nochmal kurz. Dann wird der Part halt um die 22. Oh, nee, wir haben den nicht mehr. So ein Mist aber auch. Naja, jetzt wisst ihr wenigstens, wo man im ersten Level alle bekommt. Ich würde sagen, dass... ich werde den Part jetzt noch nicht beenden. Ich werde jetzt alle sammeln. Und dann werde ich den Part dann beenden. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe mir endlich wieder diesen Roboter gekauft. Und ich hoffe, wir werden es diesmal hinbekommen. Trotz der Steuerung. Ja, komm schon. Ja, es sieht gut aus. Ah, ja. Ja, die 100 haben wir jetzt noch nicht. Sorry. Aber die werden wir gleich bekommen, keine Sorge. Ich werde das dann auch wieder einschalten. Im Übrigen, die farbigen, also die bunten Edelsteine, die finden wir nicht mehr. Das heißt, weil wir diese goldene Statue da haben. Naja, bis gleich. So, die letzten 5 Stück, die sind in dieser Kiste. Und ich hoffe, wir werden nicht vorher sterben, weil das wäre ärgerlich. Ja, wir haben alle 100. Ach so. Das füllt dann nur die Energie komplett auf, oder was? Oh, schade. Ah ja, wie gesagt, die farbigen Edelsteine, die brauchen wir nicht mehr sammeln. Deswegen benutze ich jetzt auch nicht den Wackelpudding, den ich extra nochmal gekauft habe. Und dann würde ich sagen, dann befreie ich den nochmal kurz, ein bisschen Cash abzugreifen. Und ja, ich würde dann sagen, dann ist dieser Part complete und das erste Level oder... Ja doch, das erste Level ist geschafft auf 100%. Sorry, dass es so ein bisschen umständlich wurde und so weiter. Es ist halt, es liegt halt daran, da ich noch nicht so viel Erfahrung in diesem Spiel habe, weil ich dieses Spiel auch noch nie wirklich gespielt habe. Und ich denke mir mal, wir werden das hinbekommen. Habt ihr ja gemerkt. Naja, bis zum nächsten Mal. Haut rein und schaltet wieder ein, wenn es heißt Jump'n'Run Time mit Miss Aura Jumper. Auf Wiedersehen.